Felgang fahren. Wunderschönen guten Tag. Servus. Welcome to our home. Dankeschön. Heute sind wir bei Christian Abt Classic. Eine Firma, die von meinem Onkel gegründet wurde und Fahrzeughandel betreibt. Außerdem sind sie auf die Restauration von Sportwagen spezialisiert. Heute dürfen wir ihren Aston Martin DBS Ultimate mit 770 PS und einer Höchstgeschwindigkeit von 340 km/h testen. Das schaut besser aus als auf den Bildern. Ja, danke. Geil. Wir sind noch nicht ganz fertig. Ein paar Kleinigkeiten fehlen noch, aber das kennst du ja. Was fehlt noch? Oben müssen wir noch die Fenster bekleben, aber bei den Temperaturen halt schlecht. Da kommt ein Teppich her. So ein paar Designsachen halt. Aber schon sehr nice auf jeden Fall. Das sind geile Hocker. Das sagt so gefühlt jeder. Sehr geil, ich habe ein komplett anderes Auge drauf, weil ich ziehe ja gerade um. Also ja. Ich habe neue Wohnung. Deswegen schaue ich jetzt zuerst mal gar nicht so auf Autos, sondern auf Interieur. Lampen, okay, Küche, alles klar. Schwarze Küche, sehr geil, super. Hier die Chill-Ecke. Hier dunkel auch noch ein bisschen ab. Hat ein bisschen was von Cupra fast schon hier irgendwie. Ja. Sehr nice. Ja, vorne kommen dann noch hier Recaro-Sitze her. Weil wir dann Recaro-Partner werden. Ah, okay. Das heißt, wir haben dann hier die modernen Sitze, dann die klassischen. Und da im Regal haben wir dann ein paar Sachen, die wir mal so gemacht haben. Sehr nice. Und was habt ihr jetzt ein Auto bei Sotheby's, hat mir der Tobi erzählt? Ja, genau. Ja. 993 GT2 Turbo, den wir restauriert haben. Ist gerade da online. Ja. Steht in der ersten Zeile drin bei den Profis in Kempten von Christian Abt Classic. Und soll was kosten? 1,4, 1,6. Aber wenn er so weggeht, dann war es ein gutes Geschäft, oder? Ja, nee, also für uns schon. Für den Kunden schon auch. Ja. Wo haben wir denn das, was wir heute fahren können? Ja, da müssen wir hier durch die Tür durch. Da müssen wir hier durch die Tür. Dann würde ich sagen, machen wir das doch mal, Leute, weil es gibt heute was sehr Brachiales und sehr Schnelles. Und wir werden heute 380 km/h fahren. Das wird super. Ja, dann. Ja, leck. Und der ist einfach, den hast du zum Spaß gekauft. Ja, ja, das war halt so schön, ne? Heftig. Kostet Liste? 350. Und jetzt, wenn du den verkaufst, möchtest? Mehr natürlich. Aber der ist nicht zu verkaufen, der ist so schön. Der ist nicht zu verkaufen? Das Frühjahr kommt jetzt erst. Ja. Außer wenn du unbedingt haben möchtest, dann... Dann natürlich, ja, schau, er weiß genau, wie er es machen muss. Wenn er dir gut gefällt, kannst du ihn heute gleich mitnehmen. Ja. Okay, danke. Okay. Ja, ich habe einen Kollegen, der hat ein paar S-Martins, der sagt aber, es ist schon ein Spiel mit dem Feuer, ob man damit wirklich Geld verdient oder nicht. Also ich kenne viele Leute, die haben auch viel Geld eher kaputt gemacht mit den Autos. Es müssen halt limitiert sein. Es muss schon wirklich genau. Creme de la Creme sein. Ne? So, das also die DBX oder so, wäre jetzt auch kein Auto, wo ich mir beschaffen würde. Ja. Weil die stehen sich ja auch die Beine flach. Ja. Aber hier ist den Ultimate, muss ich schon sagen, wäre es ein Auto. Da gibt es halt wirklich nur limitierte. Der eine Nummer 24 von 333, da weißt du halt, ist es keine Open-End-Produktion. Ja. Und das passt da schon viel, viel besser auf jeden Fall. Ja, doch. Kommt auf jeden Fall mächtig. Super geil. Und wir dürfen heute damit fahren. Wir dürfen fahren. Oder? Was dürfen wir nicht? Okay, dann lassen wir das weg. Ja, dann vielen Dank, schönen Tag, tschüss, ja, alles Gute. Er ist vollgetankt. Ich fahre straight über die Grenze. Tschüss, wir hören ja auch direkt auf mit dem Video. Das ist schon so ein bisschen der Klassiker, den ich vom Aston Martin kenne. Traktion ist definitiv ein Thema. Ne? Wir haben ja Hinterradantrieb 770 PS, aber die auf die Straße zu kriegen, ist meist zumindest bei unteren Geschwindigkeiten einfach gar nicht so leicht. Deswegen ist auch die 0 auf 100 Angabe, glaube ich, bei 3,6 Sekunden, was ja eigentlich jetzt gar nicht so super schnell ist. Aber da ist einfach ein bisschen Struggle. So, die Sache ist die, dass bei diesem Fahrzeug jetzt nicht nur optisch nochmal was verändert wurde und man gesagt hat, okay, man macht die Spezialedition auf 300 Stück limitiert, sondern auch technisch gesehen ist das Auto wirklich nochmal weiterentwickelt. Man hat an der Lenkung gearbeitet, damit das Ganze hier nochmal deutlich präziser und sportlicher ist und vom ersten Gefühl her auf jeden Fall schon mal ein geiles Gefühl. Man hat echt richtig direktes Feeling von der Straße hier rein ans Lenkrad. Das ist schon mal top. Getriebe wurde auch noch mal verbessert, ist etwas schneller.
fühlt sich brachial gut an, macht auf jeden Fall Spaß. Und wir haben ja natürlich auch die Möglichkeit, 3 Stufen einzustellen, was die Power angeht, beziehungsweise na, das Profil an sich. Einmal GT, einmal S. Jetzt hören wir auch direkt, na, direkt hier Fehlzündungen. Und dann haben wir natürlich auch noch, nochmal drauf gehen, Sport Plus. Es verändert sich auch das Bild des Drehzahlbands. Also jetzt ist alles rot, was mir natürlich sagt. Wir können da schon mal ein bisschen reindrücken. Also so das Gesamtkonzept hier macht richtig Laune. Es macht Spaß und es ist wirklich so ein Auto, was breit ist. Vorsicht. Nein, es ist einfach so ein Auto, was dich schon mit den Emotionen ansteckt. Also das hier drin macht unglaublich Spaß, es klingt geil, du hast irgendwie richtig viel Feedback, es ist sehr direkt und es ist wirklich kein Auto, was sich leicht fahren lässt, das muss ich auch sagen. Es ist ein Auto, das man beherrschen muss, sowohl von der Traktion her als auch von der Lenkung her. Es ist sehr, sehr frontlastig, ne? Sehr direkt. Heißt aber mit Sicherheit, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen mehr Action machen würde, würde auch relativ schnell das Heck kommen und dann muss auf jeden Fall vorbereitet sein. So Leute, wir haben ihn jetzt mal hier an einen wunderbaren Spot gestellt, um gemeinsam die Details anzuschauen. Es gibt einiges zu entdecken. Ich bin echt, echt hyped auf dieses Auto. Ich finde es optisch ja granatenmäßig. Deswegen schauen wir uns jetzt mal an, was wir hier Schönes haben. Fangen wir also mal gemeinsam mit dem Aston Martin typischen Frontgrill an, der jetzt hier mit einem kompletten Carbonschwert kommt und hier nochmal eine extra Auswölbung hat. Das wird meiner Meinung nach deswegen gemacht, damit man hier eine noch bessere Luftzufuhr bekommt und ist natürlich optisch auch nochmal ein Detail, was sich absolut abhebt und hier heraussteht. Front wirklich super sexy bei diesem Fahrzeug in Kombination mit den Lichtern und jetzt hat man hier ein, wie man es selber nennt, Hufeisen. Förmiges Carbon-Inlay auf der Motorhaube. Also heißt alles wirklich offen. Man kann hier direkt einmal durchschauen. Ihr seht auch hier die Schlitze, alles offen. Genauso wie hier die Kiemen. Also die Haube ist brutal, aber die muss man auch mal offen gesehen haben. Dann versteht ihr erst, wie geil die wirklich ist. Einmal Knopf drücken. So, und jetzt aufgepasst. Das allein ist schon sexy, aber ihr müsst mal näher rankommen und euch die Details anschauen. Also ihr seht hier jetzt natürlich, es ist eine komplette Carbon-Motorhaube. Super leicht, geht nach vorne auf. Das kommt natürlich schon super stylisch auch an der Stelle. Du hast zum einen einen sehr guten Blick auf die Fahrwerksaufhängung, aber man sieht eben auch dieses Carbon-Teil in seiner vollen Pracht eigentlich erst jetzt, wenn die Haube offen ist. Ne? Du siehst hier richtig schön die einzelnen Finnen, die wahrscheinlich aufgeklebt sind, würde ich jetzt mal schätzen. Und hier richtig schön zulaufen, das sieht richtig, richtig gut aus. Liebe ich sehr. Tollen Blick natürlich auch auf den V12 Twin Turbo, den man jetzt hier sieht. Also das schaut insgesamt, wenn das Auto offen dasteht, absolut genial aus. Feiere ich sehr. Das sind so Details, die man einfach lieben muss und die richtig Spaß machen. Da will man die Haube eigentlich gar nicht mehr zumachen. Ne? Aber ihr seht schon, wie das Ganze dann jetzt hier verschwindet und dann aussieht, als wäre das richtig schön aus einem Guss. Also das offene Rathaus hier, echt mega gemacht. Einfach überall scheiße Hindernisse hier auf der Straße. Welcome to my hood. Er liegt schon echt bombenfest auf der Straße jetzt. Es ist einfach ein verdammt schnelles Auto. Das kann man
nicht anders sagen. Es macht echt Bock. Der hat so einen genialen Durchzug. Wir fahren jetzt hier gerade bergauf. Kuppel, oder? Auch eine Kuppel. Ja, das macht schon richtig Laune. Eine Sache, die mir jetzt gerade ein bisschen hervorsticht, sind die Windgeräusche. Ich glaube, die kommen von den Spiegeln, von den Außenspiegeln. So ab 200 hat man relativ starke Windgeräusche hier. Das hört sich irgendwie so ein bisschen rauschen. Bin ich jetzt suboptimal, muss ich sagen. Nicht perfekt gelöst. Aber ich liebe es, hier drin zu sitzen, diese Maschine zu hören, diese geballte Power zu spüren. Das macht richtig Laune. Das ist schon Passion, das ist schon was Geiles. Und das ist vor allem was Geiles in sehr limitierter Form, sehr speziell. Und wer weiß, ob sowas wie ein V12-Motor in Zukunft überhaupt noch irgendwo geben wird. Also schon etwas, was es sich gilt, gut zu bewahren. Bremssattel haben wir jetzt in dem Fall in Gelb. Das passt sehr gut, weil es matcht natürlich geil mit dem Interieur, was wir uns gleich anschauen. Carbonspiegel sind mit drauf. Auch der Lack an sich, muss ich sagen, wird super hochwertig. Also wenn der in der Sonne steht, du siehst richtig schön die Partikel funkeln. Total edel, echt genial. Das Teil hier, das habe ich vorhin schon überlegt, ich glaube, das ist ein Carbon-Aufsatzteil, was man gemacht hat. Ne? Das ist einmal komplett hier herum aufgeklebt, würde ich mal schätzen. Aber rundet natürlich das Gesamtbild ab, ne? Du hast schön viel Carbon, das Ganze zieht sich nach hinten. Und dann haben wir hier noch einen relativ steil stehenden Heckspoiler, den das Auto aber wirklich auch vertragt, weil eben wie gesagt die Hinterachse meines Erachtens nach wirklich da ein bisschen lose sich anfühlt, ein bisschen zu leicht ist im Gesamt. Konzept natürlich, weil du halt vorne diesen super schweren Motor drin hast. Ne? Das ganze Gewicht ist nach vorne verlagert. Also Hinterachse, Traktion und so weiter eher ein bisschen eine Schwierigkeit. Jetzt versucht man hier natürlich ein bisschen Abtrieb noch drauf zu kriegen. Ob das so viel bringt, ja, habe ich jetzt nicht gespürt, aber ist natürlich auch optisch auf jeden Fall schon sehr, sehr nice. Und dann schauen wir uns mal noch den Heckdiffusor und die Endrohre an. Der ist auf jeden Fall sehr, sehr schön gestaltet. Man sieht auch hier arbeitet man mit so offenliegenden Elementen. Endrohre finde ich sehr geil, ne? Diese abgeschrägten Endrohre, etwas, was wir auch beim Scatenato so gemacht haben, feiere ich auf jeden Fall. Ist sehr, sehr schön. Also man kann sagen, was man will, insgesamt optisch dieses Auto, absolute Spitzenklasse. Für Liebhaber, für jemanden, der Aston Martin will, das ist das Auto. Das ist der Auto, wirklich sowas von geil. Absolut genial und auch im Innenraum überraschend viele schöne Sachen, die wir uns anschauen können. Machen wir die Tür auf. So, schauen wir uns mal gemeinsam den Innenraum noch an, Leute. Tatsächlich sehr gelungen. Die Tür geht ganz klassisch schräg nach oben auf. Das haben wir schon öfter gesehen bei den Aston Martin Modellen. Aber was mir gut gefällt, ist das Zusammenspiel von Mattcarbon, Leder, gelben Nähten. Hier auch so ein bisschen gemustertes Alcantara noch mit drin. Total geil gemacht. Die Sitze, meines Erachtens nach eh wirklich super gelungen. Nicht nur optisch geil, ne? Voll-Carbon-Schalensitze, die wir hier haben, mit innenliegendem Leder, was dann auch wieder für Komfort sorgt, sondern einfach ein Detail, was ich bei dem Auto liebe, und zwar das hier. Du kannst hier einfach den Sitz komplett sauber einstellen. Und das gibt es wirklich selten, wenn du so einen Carbon-Schalensitz hast. Gibt dir aber einfach die Möglichkeit, hier sehr geil drin zu sitzen. Hier im Einstieg wird man noch kurz daran erinnert, dass man einen von 300 Stück hat. Das Lenkrad ist oben und auch unten aus Carbon, natürlich matt, damit es passend zum Rest ist. Hier haben wir schön Alcantara und die Schaltpedals sind zum einen schön groß, also gut erreichbar, auch aus Carbon, schauen gut aus, machen auch ein schönes Geräusch, wenn man sie klickt, also feiere ich insgesamt sehr. Und es gibt auch noch ein Detail hier in der Mittelkonsole. Die ist zum einen natürlich super schön, hier mit dieser Schnalle, finde ich ein cooles Detail, dem Lederband in der Mitte. Das schaut alles sehr hochwertig aus, aber wie macht man das denn jetzt hier auf? Da gibt es kein Ziehen und kein Klappen, sondern diesen Schalter hier. Und den, wenn ich jetzt drücke, fährt das Ganze schön auf. Einmal Stufe 1, kann man hier was reinlegen, oder zack, Stufe 2, ich kriege noch mehr Space und das Ganze geht ganz auf. Kleines Detail, aber nice.
bockt schon echt hart. Super, super geil. Also mir macht hier eigentlich ehrlich alles Spaß an dem Auto. Power ist geil, es ist sehr bissig, es ist definitiv ein Fahrerauto, man muss es schon mögen. Gar kein Vergleich jetzt mit einem Handling von einem Porsche oder so, wirklich komplett andere Welt nochmal vom Feeling her, auch vom Sicherheitsgefühl. Windgeräusche so ein bisschen, aber es ist schon, es lebt das Auto, muss man einfach so sagen. Eine Sache muss man komplett ausblenden, deswegen habe ich es auch einfach ausgemacht. Hier das Display. Na, ich mache es mal ganz kurz an, nur damit ihr es mal seht, wie das aussieht. 1995 hat angerufen, möchte sein Display zurück. Also es geht gar nicht, wirklich absolutes No-Go. Aber egal, wir machen das Ding aus und dann ist okay, drauf geschissen. Ich habe eine Felge angefahren. Spaß, alles gut. Hoffe ich für dich. Kurz. Nein. Habt ihr alles im Kasten? Wir haben alles im Kasten. Wir haben alles im Kasten, Leute. Ich glaube, es reicht. Sehr geiles Auto. Wir gehen uns jetzt zurück. Hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Wo kann man denn, wenn man kaufen will? Steht das im Internet irgendwo, das Auto? Du willst ja nicht verkaufen, aber angenommen, man will es kaufen. Auf christianab.com schreiben. Okay, wir verlinken es mal. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.